Erinnern Sie sich an den Amoklauf in der schwäbischen Stadt Winnenden? 10 Jahre ist das her und wir bei ZAPP erinnern uns sehr genau daran. Und zwar deshalb, weil die Medien bei diesem Ereignis eine sehr unrühmliche Rolle gespielt haben. Zunächst einmal aber herzlich willkommen. Am 11. März 2009 hatte ein 17-jähriger Schüler aus Winnenden 15 Menschen erschossen und später sich selbst. Noch während der Tat berichteten TV-Sender live und sofort machten sich Journalisten daran, so viel wie irgend möglich in Erfahrung zu bringen über Täter und Opfer. Die Methoden schockierten auch manche Kollegen, die damals dabei waren. Ich habe nach Winnenden überlegt, ob ich meinen Job als Journalist an den Nagel hänge, weil ich es persönlich nicht ertragen habe. Und was hat ihn dazu gebracht? Daniel Wuß und Sabine Schaper bringen in Erinnerung, was ZAPP-Autorinnen damals in Winnenden in den Tagen nach dem Amoklauf beobachtet haben. Winnenden im Jahr 2009. Die kleine Stadt im Stuttgarter Umland wird binnen Stunden Zentrum der internationalen Berichterstattung. In dieser Schule beginnt ein Teenager am 11. März vor 10 Jahren seinen Amoklauf. 15 Menschen sterben, viele andere werden verletzt. Am Ende richtet sich der Jugendliche selbst. Eine Stadt unter Schock, doch kaum Raum für ihre Trauer. Aus aller Welt fallen unmittelbar Reporter ein, belagern den Tatort und das Wohnhaus des Täters, befragen Mitschüler und Nachbarn. Die kommen rein mit Kamera, mit Mikro, du wirst regelrecht überfallen. Und dann werden dir die Fragen gleich zugeschrien und zack, dann sollst du antworten. Wenn du sagst nein, danke, dann geben sie keine Ruhe. Die örtliche Zeitung. Auch hier klingelt permanent das Telefon. Reporter auf der Jagd nach Insider-Infos der Kollegen vor Ort. Öffentlich-rechtliche Sender, die Fotos des Attentäters haben wollten und dafür angeboten haben, den Zeitungsnamen in der Hauptnachrichtensendung einzublenden. Bekannte Wochenmagazine, wo Redakteure anrufen. Herr Nipkau, ich habe hier die Liste mit den Lehrern. Sagen Sie mir doch bitte mal, wer tot ist. Möglichst nah, möglichst exklusiv. Reporter machen dafür nicht mal Halt vor den Hinterbliebenen. So gegen 3:30 haben wir erfahren von der Polizei, dass unsere Tochter tot ist. Und so gegen 4:30 ist unser Sohn runtergegangen in sein Zimmer. Und es hat an der Tür geklingelt und er hat im Runtergehen die Tür aufgemacht, weil er dachte, es kommt irgendein Freund oder ein Bekannter zum Kondolieren. Und dann stand ein Reporter von irgendeiner Zeitung, nehme ich an, vor der Tür. Er hat sich auch nicht ausgewiesen und hat nur gefragt, ob wir Bilder hättet. Keine Rücksicht auf die Trauer der Eltern. Das erfährt auch ein weiterer Vater. Meine Tochter ist da wirklich ermordet worden. Und Sie können sich vorstellen, dass ich da weder zu jemandem Kontakt. Ich wollte einfach keinen Kontakt haben. Aber die liebe Reporter haben sich daran nicht gehalten. Auch diese wollen Bilder des Opfers. Und als der Vater sie nicht herausgeben will, suchen die Reporter im Netz. Die haben dann bei dem Karnevalsverein die Bildergalerie durchgeschaut und dann die Fotos gefunden von meiner Tochter. Im Namen der Berichterstattung gibt es scheinbar keine Grenze. Nicht mal bei einer Beerdigung. Trotz des Verbots, mit dem sich die Stadt vor den Kameras zu schützen versucht. Ich hatte große Befürchtungen. Vor allem habe ich Angst gehabt, wir haben unsere Tochter offen gelassen, dass sich jeder verabschieden kann. Und ich hatte wirklich große Angst, dass noch einer mit dem Handy einen offenen Sarg fotografiert und ich das am nächsten Tag eventuell in der Zeitung oder im Fernsehen sehen muss. Schließlich sperrt die Polizei die Trauerstelle ab. Manchen Journalisten ist aber auch das egal. Das ist jetzt das typische Beispiel, was Sie jetzt da sehen. Polizeischutz für die Trauernden vor der Presse. Wie so Heuschrecken, da wird alles leer gefressen und dann wird weitergezogen und was man hinterlässt, das spielt überhaupt keine Rolle. Die Winnender zeigen der Medienmeute deutlich, was sie von ihr halten. Eine Stadt traumatisiert von einem Amoklauf und von dem Umgang der Medien mit den Opfern. Allen. Aus betroffener Perspektive kein Ruhmesblatt für die Arbeit der Medien damals. Aber hat sich seitdem etwas verändert, etwas verbessert? Wie gehen Medien heute zum Beispiel mit Bildern von Opfern um und was ist überhaupt erlaubt? Journalisten, die vor 10 Jahren in Winnenden dabei waren, mit einer kritischen Bestandsaufnahme.
Das Bild, das sich dort bot, so hat mir ein Polizeibeamter erzählt, war eines der schrecklichsten Bilder, die er je in seiner langen Polizeilaufbahn hat sehen müssen. Reporter Antoniani. 2009 berichtete er für das ZDF aus Winnenden und ist einer von zwei Reportern, die Zapp heute davon erzählen. Was sie eint, der Unmut über einige Kollegen. Es waren Leute vor Ort, die respektlos mit anderen Menschen umgegangen sind. Kameraleute, die mit Zigarette im Mund in 2 Meter Entfernung von weinenden Menschen, von trauernden Menschen gestanden haben. Es waren Kolleginnen vor Ort, deren Äußeres wichtiger war als der Inhalt. Also man musste erst mal zwischen den Trauernden erst mal Rouge auftragen und gucken, ob die Bluse sitzt. Ein Übertragungswagen nach dem anderen, überall Kameraleute, die rumgelaufen sind auf der Suche nach O-Tönen. Das war schon, finde ich jetzt auch als Journalist, der mittendrin war, sehr beklemmend. Knut Bauer war für den ARD-Hörfunk vor Ort. Er bekam die Wut der Einwohner zu spüren gegen Journalisten. Als er einen Laden betrat, flog er beinahe wieder raus. Dann kam ein anderer Mitarbeiter oder ihr Sohn, ich weiß gar nicht, wer es war, und hat das Gespräch dann übernommen und hat mir erzählt, dass am Tag vorher auch Boulevardjournalisten da waren, die Geld auf den Tisch gelegt haben, um Fotos, Konfirmationsfotos von den toten Schülerinnen und Schülern zu bekommen. Also das ist dann schon bizarr und abstoßend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da gab es viele Situationen, wo ich mich dann auch geschämt habe. Ich habe nach Winnenden überlegt, ob ich meinen Job als Journalist an den Nagel hänge, weil ich es persönlich nicht ertragen habe. Das Drumherum war es, was mich belastet hat. Ich habe irgendwann einen Punkt gehabt, wo ich gesagt habe, ich möchte zu dieser Berufsgruppe, die jetzt hier auftritt, nichts zu tun haben. Auch eine Grenzüberschreitung, die Fotos der Opfer. Medien zeigen sie damals offen, Zapp hat sie gepixelt. Zu Winnenden, hier inszeniert von Bild. Opfer auch bei RTL und beim Fokus die Opfer sogar als Titelseite. Möglich machen das auch Profile in sozialen Netzwerken. Vor 10 Jahren noch SchülerVZ und MySpace, nun vor allem Facebook. Das Netz eine Fundgrube für Journalisten, damals wie heute. Eine Opfergalerie, zum Beispiel auch zum Abschuss des Fluges MH17 über der Ukraine. Und auch die Opfer des Amoklaufs in München als Fotosammlung. Ein Problem. Das Recht am eigenen Bild besteht über den Tod hinaus. Und das Gesetz regelt ganz klar, dass die Angehörigen diejenigen sind, die gefragt werden müssen, ob ein Foto, konkret hier etwa eines Opfers, in den Medien veröffentlicht werden darf oder nicht. Und wenn das ohne die Zustimmung der Angehörigen geschieht, was ja oft bei diesen Unglücksfällen der Fall ist, dann sind das Rechtsverletzungen, Rechtsverletzungen des Rechts am eigenen Bild des Verstorbenen. Der Missbrauch persönlicher Inhalte aus sozialen Netzwerken, das gab es so vor Winnenden noch nicht, sagt Anwalt Christian Scherz. Es ist einer der Standardfälle, die wir haben. Man muss aber auch sagen, es ist natürlich auch die Folge davon, dass auch seit Winnenden hat sich das auch nochmal multipliziert, dass die Menschen heutzutage alles von sich preisgeben und ins Netz stellen. Das heißt, die Menschen, also auch, man muss fast zynisch sagen, die späteren Opfer stellen halt oft vormals eben das von sich ins Netz, was die Medien dann auch nutzen können. Und das finde ich auch eine bedenkliche Entwicklung. Die dem Boulevard in die Hände spielt. Dazu Fotografen und Kameraleute, die sich über jedes Verbot hinwegsetzen, um das Leid auszuleuchten. Voyeurismus vor Journalismus. 6 Jahre später, Montabaur. Wieder belagern Journalisten eine Kleinstadt, wieder bedrängen sie Angehörige und Nachbarn. Diesmal geht es um den Piloten, der eine Maschine der Germanwings zum Absturz zwang. Ein Beispiel von vielen. Einen Lerneffekt sehe ich nicht, wenn man sieht, wie jetzt auch bei viel weniger schlimmen Ereignissen schnell eine Medienhysterie regelrecht einsetzt. Also da ist, glaube ich, schon so ein Windhundrennen im Gange, dass man immer vorne sein will und die noch sensationellere oder spektakulärere News verkaufen möchte. Deswegen bin ich fast davon überzeugt, leider, dass wenn so etwas wieder passieren würde, dass ich das ähnlich abspielen würde. Denn spektakuläre, voyeuristische Bilder finden immer einen Abnehmer. Das hat sich nicht geändert, auch nicht nach Winnenden.
Die aktuellen Interviews sowie alle ZAP-Beiträge zum Amoklauf von Winnenden haben wir wie immer online für Sie unter www.ndr.de/zap.